ein Verbrennerverbot zwischen 2032 und 2035 und unter anderem durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Und wenn es schlecht läuft, dann muss es eben vorgezogen werden. PV ist so teuer, Wind ist so teuer. Julian, wie stehst du denn eigentlich jetzt zur Kernenergie? Und es ist verpennt, verschleppt, blockiert und verhindert worden. Und das treibt dann den Strompreis massivst in die Höhe. Und das sagen jetzt nicht nur irgendwelche Ökospinner. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Julian vom YouTube-Kanal Steve und Julian. Und wenn ihr euch sachgerecht, kompetent und vor allem neutral zu den Themen Elektromobilität und erneuerbare Energien informieren wollt, dann seid ihr hier bei unserem Kanal genau richtig. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann abonniert gerne unseren Kanal. Herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder Zeit für ein Wort zum Freitag. Und ich nehme euch nochmal mit, beziehungsweise wieder einmal mit, um mit euch über ein Thema zu sprechen, das mir in dieser Woche besonders intensiv durch den Kopf gegangen ist. Und angefangen, beziehungsweise der Ausgangspunkt für das heutige Wort zum Freitag war ein Bericht vom Umweltbundesamt, eine Veröffentlichung vom Bundesumweltamt. Das ist eine Behörde, die dem Bundesumweltministerium direkt unterstellt ist, also durchaus ernst zu nehmen und wichtig. Die in ihrer Veröffentlichung festgestellt hat, Deutschland sollte seine CO2-Emissionen noch deutlich schneller und weiter reduzieren, als das bisher geplant ist. Und zwar spricht das Umweltbundesamt von einer Reduktion der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 von sage und schreibe 70%. Ausgangspunkt ist ja immer das Jahr 1990. Um insgesamt also 70% sollen die CO2-Emissionen runtergehen. Da sind noch mal einige Prozentpunkte mehr, als bisher so geplant ist. Und das würde bedeuten, dass die CO2-Emissionen von aktuell rund 740 Millionen Tonnen auf etwa 370 Millionen Tonnen runtergehen. Die Forderung vom UBA geht sogar noch weiter, nämlich 10 Jahre später, 2040, sollen die CO2-Emissionen dann sogar um 90% reduziert worden sein. Das ist eine ganz schön harte Nummer. Und wie soll das erreicht werden? Das Umweltbundesamt zählt 4 wichtige Stellschrauben auf. Aber was der SPD garantiert nicht gefallen wird, ist die erste Forderung, nämlich den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 vorzuziehen. Jetzt muss man natürlich fairerweise an der Stelle sagen, und ich habe das auch in irgendeinem anderen Video neulich schon mal gesagt, dass ich ganz fest davon ausgehe, dass der Kohleausstieg sowieso früher als 2038 ist, so wie es im Moment verursacht, schöner Versprecher, so wie es im Moment vereinbart ist. Denn erstmal ist dieses Datum 2038 kein Fixdatum, sondern das ist das späteste Datum in der aktuellen Version des Kohleausstiegsgesetzes. Das heißt, ein früherer Ausstieg ist möglich. Es sollen ja auch in regelmäßigen Abständen Monitorings durchgeführt werden, ob der Kohleausstieg nicht vorgezogen werden kann. Und zweitens haben wir natürlich auch eine Situation mit steigenden CO2-Preisen, die die Kohlekraftwerke eigentlich, und ich betone eigentlich, so teuer machen, dass die Kohlekraftwerke eigentlich sowieso früher abgeschaltet werden, weil sie sich eigentlich gar nicht mehr lohnen. Eine Menge eigentlich. Gut, außerdem möchte das Umweltbundesamt, dass die Industrie bis 2040 keine Kohle mehr verbrennt. Da ist natürlich unter anderem auch die Stahlindustrie gemeint, sicherlich auch Teil vielleicht der Aluminiumindustrie, also überall da, wo mit hohen Temperaturen gearbeitet wird, wo Metalle eingeschmolzen werden müssen zum Beispiel, wird ja heute noch großteils fossile Energieträger, auch Kohle eingesetzt. Das muss bis 2040 aufhören und unter anderem durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Dann haben wir, sagt das Umweltbundesamt, ja auch noch die Stellschraube der Gebäude. Ganz wichtiger Punkt übrigens, denn auch ich bin der festen Überzeugung, dass die Energiewende und das Klima eher im Gebäudebereich gerettet werden als im Verkehrsbereich, denn dort entstehen deutlich mehr CO2-Emissionen. Aber bitte jetzt nicht auf mir rumbashen, Verkehrsbereich ist natürlich genauso wichtig. Hier haben wir ja im Moment eine Regelung, dass 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Und das Umweltbundesamt möchte dieses Verbot, ja, es ist ein Verbot, von der aktuellen Regierung erlassen. Also es ist schon immer lustig, dass Verbote auch von Regierungen erlassen werden, die eigentlich immer über die sogenannte Verbotspartei der Grünen herziehen. Das soll auf Gasheizungen ausgeweitet werden. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, denn
wir müssen natürlich auch vom Gas weg, das ist auch klar. Was haben wir noch? Genau, Verbrennerverbot ist ja aktuell jetzt in der zweiten Oktoberwoche sicherlich ein Thema, in dem in den Sondierungsgesprächen und dann wahrscheinlich auch in den Koalitionsgesprächen auch nochmal mächtig diskutiert wird. Das UBA fordert ein Verbrennerverbot zwischen 2032 und 2035. Das finde ich übrigens ganz interessant und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht so in dieser Form in den Koalitionsvertrag kommt, dass man sich nämlich kein festes Ausstiegsdatum setzt, sondern dass man vielleicht, das wäre jetzt meine Spekulation von mir, auf so einen Ausstiegskorridor verständigt, indem man so bestimmte Parameter ansetzt und sagt, ja, bestimmte, sagen wir mal, Motorengrößen, bestimmte Verbrauchswerte nimmt man rein, auch die Erfolge bei der CO2-Reduzierung, Elektrifizierung, dass man das so ein bisschen als Parameter nimmt und sagt, ah, okay, wenn das gut läuft, dann können wir vielleicht sogar ein bisschen später aus dem Verbrennungsmotor aussteigen, also sprich per Gesetz. Und wenn es schlecht läuft, dann muss es eben vorgezogen werden. Also so eine Art atmender atmender Verbrennerausstieg. Sowas würde ich jetzt mal spekulativ für die Sondierungsgespräche und Koalitionsgespräche annehmen. Aber das Umweltbundesamt fordert, wie gesagt, einen Ausstieg zwischen 2032 und 2035. Ja, und dann natürlich auch der gesamte Bereich der Ernährung. Auch hier müssen wir uns alle wahrscheinlich an die eigene Nase fassen und sagen, auch unsere Ernährung ist hat einen riesen Impact aufs Klima. Insbesondere unser Fleischkonsum, der deutlich runtergehen soll, aber auch unser Milchkonsum, das geht ja so ein bisschen einher. Der Milchkonsum muss auch bis 2030 um 15% abnehmen und durch entsprechend ökologischere Varianten ersetzt werden. Da bin ich ja ganz froh, dass ich inzwischen schon weitestgehend auf Milch verzichte und mich inzwischen an Mandelmilch gewöhnt habe. Naja, das geht schon. Ja, nicht so toll, aber das geht irgendwie. Und diese vier Punkte nimmt das UBA ein. So, und jetzt geht's ja weiter. Jetzt kam in dieser Woche auch ein Bericht Plus Minus in der Sendung Plus Minus in der ARD und dort ging es dann um das Thema Strompreise. Ist ja auch ein Thema, was wir schon jetzt vielfach in den letzten Wochen diskutiert haben und auch sicherlich noch weiter diskutieren müssen. Denn in diesem Bericht werden verschiedene Studien zitiert und die Aussagen, dass möglicherweise der Strompreis schon 2023 auf bis zu 37 Cent steigen kann. Ich möchte hier keine Panik machen, sondern es wird eine Spanne genannt zwischen 32 und 37 Cent, wobei wir bei einigen regionalen Netztarifen, Grundversorgertarifen jetzt sogar schon zum Teil bei über 34 Cent pro Kilowattstunde sind. Und die 37 ist natürlich wirklich ein Streckensgespenst, vor allem wenn man sich auch dann mal überlegt, Deutschland hat ja inzwischen die Position 1 in Europa erreicht, was die privaten Strompreise angeht, hat also Dänemark vom Thron gestoßen und hat sich auf Platz 1 der Strompreise gesetzt. Das muss man natürlich immer auch bei dieser Sache ganz, ganz doll im Auge behalten. Das, was wir als Strompreis bezahlen, ist nicht der Preis für den Strom, sondern da sind 50%, mehr als 50% Steuern, Umlagen und Netzbetreiber, Netzgebühren mit drin. Also ungefähr 50% sind das Steuern und Umlagen. Und 25% sind die Netzgebühren, die bezahlt werden müssen, also Gebühren, die wir bezahlen, damit unser Stromnetz aufrechterhalten wird. Ja? Das sind schon 25%. Das heißt also im Umkehrschluss, 25% nur sind die Erzeugerpreise. Das heißt, die Stromerzeugung liegt bei ungefähr 12 Cent. Der Stromeinkauf bei 12 Cent an der Börse liegt dann noch geringer. Und ist schon krass, was da so an Steuern und Abgaben irgendwie drauf ist. Und das muss sich verändern. Und warum ist denn der Strompreis im Moment, warum schnellt der so im Moment extrem in die Höhe? Grund dafür ist, und das finde ich jetzt total spannend, ist das Fehlen von grünem Strom. Und das sagen jetzt nicht nur irgendwelche Ökospinner oder irgendwelche PV-Fantasten, sondern das sagt die Industrie. Immer mehr Industriebetriebe sagen, wir brauchen in Deutschland mehr erneuerbare Energien, mehr grünen Strom, vor allem aus Wind- und Solarenergie, weil diese Strompreise, die sind entsprechend günstig. Wer Windkraftanlagen betreibt, der weiß, wie günstig sich Strom aus Wind erzeugen lässt. Aber davon haben wir zu wenig. Wir sind also häufig in den Situationen, dass wir zum Beispiel, wenn im Norddeutschland die Windräder und die Solaranlagen volle Pulle laufen, so wie auch heute, gut, Wind haben wir nicht, aber Sonne haben wir ohne Ende heute, so viel Strom erzeugt wird, dass wir den gar nicht dorthin transportieren können, wo er gebraucht wird, zum Beispiel im Süden des Landes. Grüße übrigens an Herrn Söder mit seiner 10H-Regelung in Bayern.
und dann eventuell sogar Anlagen hier in Norddeutschland abgeregelt werden müssen. Und in Süddeutschland müssen die dann fehlenden Kapazitäten, die man braucht, aus fossilen Kraftwerken erzeugt werden. Und das treibt dann den Strompreis massivst in die Höhe, weil dieses immer wieder mal hochfahren, runterfahren natürlich extrem unwirtschaftlich ist. Und das letzte Kraftwerk am Netz, das sozusagen die letzte Kilowattstunde erzeugt, die noch fehlt, um dann diesen bildlichen Vergleich mal zu benutzen, das bestimmt den Preis. Also das höchste Kraftwerk bestimmt den Preis, den wir dann alle letztlich zu bezahlen haben. Und das bedeutet jetzt wieder, wir haben in Deutschland also eine Lücke an grünem Strom, die ist ziemlich groß, je nachdem, wie wir weitermachen. Und die Schuld wird wirklich eindeutig diesmal nicht dorthin geschoben, wo man sagt, ja, PV ist so teuer, Wind ist so teuer und, sondern es wird ganz klar gesagt, die Politik hat versagt. Die Politik hat in den letzten 10, 20 Jahren, wenn nicht sogar länger, komplett versagt. Und das möchte ich mal ganz deutlich herausstellen. Und bitte, egal ob ihr SPD-Wähler seid, CDU-Wähler seid, FDP-Wähler seid oder Grünen-Wähler seid, ganz neutral, guckt euch einfach an, welche Parteien waren in den letzten Jahren in der Regierung. Wer hat das bestimmt? Wer war im Bundeswirtschaftsministerium? Welche Parteien, welche Personen haben den Ausbau der erneuerbaren Energien, von denen die sich ein bisschen damit beschäftigen, schon seit 20, 30 Jahren sagen, da müssen wir massivst Gas geben, um dieses Synonym mal zu verwenden, was ja nicht so ganz richtig passt. Und es ist verpennt, verschleppt, blockiert und verhindert worden, um die fossile Energiewirtschaft zu schützen. Und heute sind nicht die schwankenden erneuerbaren Energien im Fokus, die kritisiert werden und deren vielleicht große Kosten, sondern heute ist es die fossile Energie, die fossilen Energieträger, die uns diese Katastrophe auf dem Energiemarkt basiert haben, weil die Politik es versäumt hat, rechtzeitig und schnell genug die erneuerbaren Energien auszubauen. Und das finde ich bemerkenswert, wenn nämlich jetzt Industrie, große Industrieverbraucher, die großen Stromverbrauch haben, so massiv hingehen und sagen, Leute, hier muss was passieren, und zwar eigentlich schon gestern, dann ist es das, was eigentlich wir Ökos seit Jahren und Jahrzehnten gefordert haben, nämlich nutzt die erneuerbaren Energien, um hier für Versorgungssicherheit zu sorgen, für stabile Preise zu sorgen. Ihr wundert euch jetzt, warum ich jetzt hier so anhalte. Ich will euch nämlich gleich nochmal was zeigen. Und dieses Land unabhängiger zu machen von fossilen Energieträgern und damit unsere Energieversorgung sicherer und vor allem bezahlbarer zu machen. Denn der Risikofaktor, das sind nicht die erneuerbaren Energien. Der Risikofaktor, das sind jetzt die fossilen Energien. So. Das ist das, was ich heute mal zum Ausdruck bringen will. Und das ist interessant, dass das jetzt die Industrien und die Controller sagen und nicht irgendwelche Ökospinner. Ne? Falls also jetzt irgendeiner hier gleich drunter schreiben will, eure grünen Energien sind unbezahlbar und das geht sowieso alles nicht. Nein, es ist ein Versäumnis. Es sind brutale Versäumnisse der Politik, die in den letzten Jahren genau das verhindert haben. So, und ich bin ja jetzt unterwegs, nicht nur um dieses Wort zum Freitag für euch aufzunehmen, sondern vielleicht um euch auch noch ein kleines bisschen Mut zu machen oder zu zeigen, es tut sich ja doch was, wenn auch langsam, aber es tut sich ja was. Aber hier hinter mir, hier waren wir schon mal, da seht ihr einen Turm einer Windkraftanlage. Und ich fahre fast jeden Tag hier vorbei, wenn ich zu meiner Schule fahre. Und was hier jetzt gemacht wird, hier sind jetzt die nächsten Turmelemente geliefert worden. Nicht nur für diese Anlage, sondern auch für Anlagen, die da hinten entstehen. Und ihr seht, wenn ich mich hier so ein bisschen drehe, hier gibt es auch schon so ein paar weitere Windkraftanlagen, die hier in den letzten Jahren entstanden sind. Ich bin hier, wenn ihr es genau wissen wollt, nämlich im Bereich der Rieselfelder im Süden Berlins. Und hier entstehen eine ganze Menge Windkraftanlagen. Wir haben auch hier öfter schon gedreht. Ihr merkt, wie die Sonne heute hier runterknallt. Die PV-Anlagen, die werden heute Höchstlast bringen, denn ihr seht, ja, heute stehen die Windkraftanlagen mal still, ansonsten drehen die sich eigentlich immer. Aber was ich heute mit euch hier, was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist einfach, dass ihr auch vielleicht diese Message weiterbringt. Es ist nicht die teure Ökoenergie, die diese teuren Strompreise verursacht, sondern es ist A, die Konstruktion des Strompreises,
Und es ist B, dieses katastrophale Versäumnis der Politik aus den letzten Jahren dafür zu sorgen, dass das, was hier jetzt passiert, nämlich der Neubau von Windkraftanlagen, der Zubau von Windenergie und natürlich auch Solaranlagen und was es da sonst noch so alles gibt, dass das verschleppt, verhindert, blockiert und wirklich abgewürgt wurde, um die fossilen Energien am Leben zu lassen. Vielleicht am Schluss noch ein Wort zum Thema Kernenergie, denn darauf bin ich in den letzten Wochen auch öfters mal angesprochen. Julian, wie stehst du denn eigentlich jetzt zur Kernenergie? Und da muss ich sagen, ich habe da wirklich Bauchschmerzen, weil wir alle wissen, wie gefährlich Kernenergie ist. Und wenn da was passiert, dann haben wir wirklich ein ganz, ganz großes Problem und das vielleicht sogar mitten in Europa. Auf der anderen Seite sage ich vielleicht, aber ich sage das wirklich nur vielleicht, ich bin mir da selber noch nicht sicher, ist es vielleicht sinnvoll hinzugehen und zu sagen, dann lasst uns doch wenigstens, bis wir die, Kapazitäten in Süddeutschland geschaffen haben, möglicherweise nochmal drüber nachdenken, die Kernkraftwerke dort noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Und jetzt werdet ihr mir wahrscheinlich in dem Augenblick das Abo entziehen und wahrscheinlich gleich in die Tasten hauen, um hier die wüstesten und wildesten Kommentare drunter zu schreiben. Ich will es mal klar und deutlich sagen. Ich bin, seit ich denken kann, absoluter Atomkraftgegner. Ja, will ich ganz klar und deutlich raussprechen. Ich fühle mich mega unwohl damit. Wenn aber auf der anderen Seite jetzt die Kernkraftwerke abgeschaltet werden im Ende nächsten Jahres und dafür dann wieder vermehrt Gas und sogar Öl- und Kohlekraftwerke angeworfen werden, wir damit das Klima kaputt machen und wir gleichzeitig damit höchste Strompreise erzeugen, vielleicht muss man dann leider, weil es keine noch schlechtere Variante gibt oder keine bessere Variante gibt, so schnell möglicherweise doch nochmal drüber nachdenken, die Kernkraftwerke ein paar wenige Jahre weiter laufen zu lassen. Und mit der Aussage habe ich echt Bauchschmerzen. Und ihr könnt jetzt gerne mal unter dieses Video eure Kommentare dazu schreiben. Ich bin echt gespannt dazu. Und wie gesagt, natürlich fahre ich auch meinen Citigo lieber mit Ökoenergie als mit Atomkraft. Und wahrscheinlich werden, wie gesagt, jetzt alle von ausgestrahlt und aus allen möglichen Anti-Atomkraft-Bewegungen hier das Abo schon gekündigt haben und mich wahrscheinlich auf den Mond schießen wollen. Und das verstehe ich auch total. Und ich weiß auch nicht, ob die Aussage jetzt, ob das so sinnvoll ist. Aber wie gesagt, was ist denn die Alternative dazu? Also auf gar keinen Fall Neubau. Aber wie gesagt, das ist vielleicht was für ein anderes Video. Wie gesagt, die Message ist hoffentlich klar geworden und gut rübergekommen. Also es liegt nicht an den erneuerbaren Energien. Es liegt eigentlich hauptsächlich an der Politik, die das hier verschrottet haben. Und das wird eine ganz wichtige Aufgabe der neuen Bundesregierung sein, die Strompreise wieder in Ordnung zu bringen und den Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich massiv hier voranzubringen. Und jetzt drehe ich nochmal ein letztes Mal hier die Kamera und ich hoffe, ihr könnt es trotz Gegenlicht sehen. Hier wird kräftig gebaut, hier sind Turmteile, hier sind Teile der Gondeln schon angekommen. Da hinten, könnt ihr jetzt von hier aus nicht sehen, wird die nächste Windkraftanlage gebaut. Und auch wenn heute Flaute ist, dann hoffe ich, dass das hier bald kräftig sich noch mehr Rotoren drehen. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Am Schluss die Kamera nochmal gedreht. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis hoffentlich kontrovers, dass wir darüber diskutieren. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's schön. Ciao.